Willkommen zu einer zweiten Folge hier von Minimetro, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, wir versuchen jetzt London noch einmal, weil wir die Towers nicht geschafft haben, die wir für 1960 brauchen. Ich glaube, das ist überall hier genau 1000. Heißt, wir wollen versuchen, sich für den ersten Try, aber wenn nicht, ja, dann haben wir es eben nicht. Ich werde versuchen, alles on camera zu machen. Wenn nicht, dann mache ich halt etwas off cam. Ist es natürlich Modi immer noch selbe oder eigentlich ist es endlos? Genau, das heißt, wir müssen hier das natürlich im Standard schaffen. 1000. Okay. Ich werde hier eine Verbindung machen. So, eine Verbindung. Wer mich noch nicht kennt, ja, das ist basically das Spiel. Schaut euch die erste Folge an. Hier wird aufschlussreicher sein, als was ich jetzt auf der jetzigen Hand habe. Ich werde jetzt nicht erklären, wie es genau funktioniert. Ich werde es mal sagen, ja, ich mache jetzt das und das, weil das und das. Das ist die beste Linie, also die gelbe Linie hier im Fall. Das ist eines Optimals, was man haben kann. Alle drei Standard-Symbole auf einem Haufen haben. Die rote Linie ist nicht die optimalste. Ich könnte die gelbe natürlich jetzt abändern. Weil sie autonom funktionieren würde, könnte ich sie auf einer Linie machen, weil ich alle drei Symbole habe. Wenn ich auf einer Linie alle Symbole habe, die ich benötige, dann ist sie autonom und kann sie praktisch so machen, wie sie will. Glaube ich. Ergibt Sinn. Richtig. Weil es Sinn ergibt. Oder? Ich meine, es ergibt Sinn. Also, wenn ich eine Linie habe und da alle Symbole drauf sind, die ich haben kann, dass da eben, ja, ich nicht mehr brauche. Waggon oder zwei Tunnel, ich würde jetzt hier am Anfang sagen, noch zwei Tunnel. Und ein bisschen mehr Wochen sind, desto länger. Letztes Mal, glaube ich, haben wir 27 Euro oder so gefordert. Ich hoffe, wir hatten dieses Mal einfach irgendwas. Ich glaube, ich habe vielleicht bei einer Stadt oder so, habe ich, glaube ich, schon 1000 freigeschaltet. Glaube ich, ne? Ja, ich hoffe, dass das jetzt nicht das Problem war, weil. Oder. Ach, wurscht. Wegen Audio und so. Ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Es könnte sein, dass da jetzt entweder mich nicht hört. Das ist natürlich. Ja, natürlich dann für den Hugo. Die Aufnahme. Machen wir ganz schnell die blaue Linie hier. Die soll uns hier eine bisschen Erweiterung geben. Damit die hier schnell auch gleichzeitig die ganzen hier einsammeln kann. Die rote Linie werde ich mal hier extenden. Ja. Eine Hilfe. Und ein Umsteigebahnhof. Wenn ihr einen Umsteigebahnhof habt, das ist Interchange auf Englisch. Dann würde ich euch raten, ich habe übrigens auf Deutsch umgestellt, von der letzten Folge onwards, weil halt, ja, ist halt besser. Ist halt einfach besser, weil ist ja halt die Sprache, die ich normalerweise auch sonst spreche. Und ich glaube, es ist auch für euch angenehmer, wenn ich auf Deutsch spreche und ihr auch deutsche Namen habt. Es gibt natürlich Lokomotiven, es gibt die anderen Sachen, ich mache jetzt aber Interchange ist wichtig zu wissen. Das solltet ihr aber Station machen, bei denen ihr viele Linien habt, dann ist erstens das maximale, sage ich mal, zu sagen, also Station dürfen ja nicht überlaufen, also Stationen dürfen nicht überlaufen. Heißt, ihr habt hier erstmal zu sagen, das maximale an Stationen, Leuten, die halt da stehen können. Vielleicht sehen wir gleich das Limit hier bei der roten roten Kreisstationen. Ich glaube, ich werde die rote Linie mal hier ganz schnell abändern. Eine neue Linie wäre schön. Die können wir gleich hier so verwenden. Dann können wir hier, glaube ich, auch die gelbe Linie mal abändern. Wenn wir hier eigentlich eine Super Connection haben, brauchen wir gelb
Eine gelbe Linie brauchen wir dann hier nicht. Ich glaube, das passt dann eh so. Die blaue Linie wird vielleicht ein bisschen mehr Arbeit haben als sonst. Das könnte sein, ja. Aber so überlastet wird es jetzt auch nicht sein. Hoffe ich mal. Weil wenn sie es ist, dann haben wir tatsächlich mal ein Problem. Ja, ich glaube, sie kommt noch hinterher. Wenn nicht, werden wir eine zweite Lok platzieren. Könnte sein, dass wir das tatsächlich machen müssen. Aber ich glaube, das System, was wir derzeit haben, passt so. Man kann Linien auch löschen, wie gesagt. Es hat sich das jetzt verändert. Und ja. Ich glaube, wir nehmen eine neue Linie vielleicht auch noch. Wir haben, haben da hier auch noch weitere. Ich würde sagen, ich remove hier mal ganz kurz. Dann haben wir hier noch eine weitere Linie, die uns eben die Passagiere abnimmt, die zu einem Quadrat wollen. Wichtig sind immer hier Formen gemeint, die ich ja habe. Das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Das heißt, wir haben die mehrere Linien entlastet, die wir jetzt in eine neue Linie genommen haben. Ja. Ist natürlich immer länger, unser Netz wird immer größer. Und es ist, in dem Fall spielen wir hier London, wie gesagt. Ihr habt es ja gesehen, als wir gestartet haben. Und wir sind jetzt, glaube ich, bei der Hälfte unseres angepeilten Ziels da angekommen. Wir können das jetzt auch so ändern. Oder stopp, wir ändern das andersherum. Wir machen das so. Das wird da machen und die grüne Linie geht hier so durch. Dann ist das ein bisschen anders. Perfekt. Natürlich werden die Linien immer länger und dadurch musst du irgendwann mal halt, musst du halt dann irgendwann mal sagen, okay, ich baue jetzt eine neue Linie, was natürlich blau brauchen werden. Du kannst aber Linien. Und deshalb würde ich für meine Interchange wahrscheinlich die hier in der Mitte nehmen. Also dieses Dreieck, was unten rund ist. Also, wo gerade unten eine gelbe Lokomotive hinkommt. Dafür würde ich vielleicht meine Interchange verwenden, weil es halt so zentral ist. Aber die grüne Bahn, glaube ich, kommt nicht mehr gescheit hinterher. Vor allem, wenn ich sie jetzt noch verlängere, den Umsteigsbahnhof immer sofort verwenden. Das ist immer eine gute Waffe. Falls es du merkst, dass du überhaupt keine, hier unten, merkst, du kommst nicht mehr nach, dann immer einen Umsteigsbahnhof verwenden. Das wird dir immer gut helfen. Der wird dir immer Zeit verschaffen, bis du überhaupt das machen kannst. Weil meistens sind es eh nur zwei, drei Stationen, die halt so überfüllt sind. Und machen wir hier, dass die Grüne sich ein bisschen abändert, weil wir auch die Grüne nochmal verlängert. Das ist natürlich nicht optimal, aber was ist hier schon bitte überhaupt optimal? Die Rote können wir mal verlängern mal. Das sollte kein Problem sein. Diese kleine Veränderung ist, glaube ich, nicht so dramatisch für die grüne Linie. Ja. Die grüne Linie, glaube ich, hat am meisten Stationen. Das wäre die District Line in London. Ich bin mir nicht sicher, was die... Oh mein Gott, das kann ich jetzt nicht mehr. Wir haben zu wenig Tunnel. Ja. Ich glaube, dann mache ich hier einen Tunnel weg. Lass die gelbe nach oben laufen und mach hier das. Das geht sich dann genommen Tunnel aus. Ein Tunnel solltet ihr immer genügend haben, weil Tunnel oder Brücken, das können ja auch bei manchen Städten, schon kleiner Spoiler, können es auch Brücken sein. Ja, wir können auch eine neue Linie gebrauchen. Aber sobald wir eine... Ihr wollt alle dahin nach unten, bei der auf der gelben Linie. Halt alle nach unten. Ich würde sagen, wir können jetzt hier bei der gelben Linie das hier entfernen und können unsere neue pinke Linie vorstellen. Es ist nicht die längste Linie, aber ich glaube, dass es dann doch noch entlastet.
dass es jetzt das wird. Vielleicht habt ihr schon bemerkt, bei der... Jo. Wie mache ich das jetzt am besten so vielleicht? Und dann hier? Ja. Dann habe ich hier noch eine weitere Station. Dann habe ich... Ja, ich glaube, das ist eigentlich schon so sehr gut ausgereift. Und stattdessen, was wollen wollt ihr hier? Wo wollen die meisten Leute bei der Station da unten? Jetzt haben wir eh nur mehr 90 Personen, glaube ich. Hier schnell unten was hinplatzieren, eine. Die wir hier jetzt nicht überlasten, dass wir hier nicht in den letzten, auf der letzten, ja, nicht Metern, aber halt letzten Stationen, sag ich mal, nicht scheitern. Und damit ist das Achievement Old Grail verdient, weil wir haben 1000 und somit reicht das, weil wir brauchen nur 1000, meine Damen und Herren. Und ich möchte hier nicht weitermachen, weil wir können hier weiterhin strugglen und so weiter. Ich glaube, ich würde strugglen. Ich bin nicht der Beste mit meinem Mini-Metro-Spieler, aber ich glaube, ich kann diese 1000er-Challenge schaffen. Deshalb werde ich jetzt das einfach so weiterlaufen lassen. Wollte ich gar nicht die Linie löschen. Ach, wir werden es einfach weiterlaufen lassen. Ist jetzt auch schon wurscht. Wir werden eine neue... Ich sag mal jetzt einen Waggon auswählen. Bitte löschen hier alles. Und wir lassen jetzt die Stationen überlaufen. Damit ihr auch seht, was mit den Interchange passiert. Die Stationen vergrößern sich. Und dadurch können sie mehr Passagiere aufnehmen. Das habe ich gemeint mit Joker. Wie ihr seht, tauchen jetzt immer mehr Stationen auf und die sagen jetzt, ey, wir werden überfüllt. Auch jetzt die ganz großen. Wie ihr seht, die haben eine viel größere Kapazität. Die hier unten hat jetzt keine Kapazität mehr. Was jetzt auch mir egal ist. Wir werden das jetzt Ende laufen lassen. Und werden die Station hier zu Ende. Innerhalb von 51 Tagen haben wir 1064 Fahrgäste transportiert. Was natürlich super ist, was okay ist. Und das heißt natürlich, wir sind jetzt vorbei und wir können London 1960, drehe das Rad, das heißt, und besuche die London U-Bahn in den 60ern. Das können wir machen. Werden wir machen, das versuchen wir aber alles freizuschalten. Mein Plan ist es also, hier nach Paris zu gehen, nach New York City, nach Chicago, nach Budapest und so weiter und so fort zu gehen. Und dann, wichtig Leute, später zurückzukommen, um London 1960, Paris 1937, New York City 1972 zu machen. Um das alles dann wieder zu machen. Also dann, bis zum nächsten Mal.